Guten Abend, herzlich willkommen in der Linde in Spielberg. Herzlich willkommen zum Wirtshaus-Musikantenabend. Wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei sind und unserer Einladung gefolgt sind. Ich weiß, heute Abend läuft auch Wetten, dass. Das ist natürlich für manche dann so ein Punkt, aber dass Sie heute hier sind, das ist genau richtig. Mein Name ist Julian Deutlich. Ich werde heute euch ein bisschen durch den Abend führen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam ein schöner musikalischer Wirtshausabend haben. Ja, leckere schwäbische Schlachtplatte, kühles Bier und vor allem gute Blasmusik. Das ist der Dreiklang für den heutigen Samstagabend. Essen Sie was, trinken Sie was, wir machen eine gute Musik und dann haben wir gemeinsam einen schönen Samstagabend. Ja, begrüßt haben wir Sie mit dem Traditionsmarsch Mein Heimatland von Sepp Neumeier aus dem Jahr 1956. Und wir machen gleich weiter. Wir gehen weg vom Heimatland hin zum Seehafen. Alexander Pfluger, einer der Arrangeure der Blasmusik in dieser Zeit, hat eine tolle Polka geschrieben, die Polka am Seehafen. Und die wurde anlässlich eines Weltrekordversuchs komponiert im Jahr 2013. Da ging es nämlich darum, eine möglichst lange Musikerschlange zu bilden auf dem Wasser. Und die Musiker sollten auch noch drei Stückle spielen. Also Boote, Musiker, drei Stückle spielen. Dafür hat man das Lied komponiert. Und der Weltrekord ist geglückt. Am Ende waren es über 40 Boote und 164 Meter auf dem Wasser. Ich finde eine wirklich schöne Geschichte zu einer wirklich tollen, aufgeweckten Polka. Ja, und danach haben wir einen Klassiker mitgebracht.
die südböhmische Polka aus dem Jahr 1989 vom Ladislas Kubisch als Liebeserklärung an seine Heimat Südböhmen. Und es ist eines der Klassiker vom Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten. Und in der Beschreibung im Notenshop dazu stand, alles in allem ist es eine Polka, die auch nach mehreren Stunden auf dem Festzelt noch ohne große Probleme gespielt werden kann. Die einzige Voraussetzung dafür sind fitte Musiker im Tenorregister, denn der größte Teil der Melodie liegt hier. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber ich glaube, ihr macht das ganz gut. Ich wünsche gute Unterhaltung mit der Polka unter der Leitung von Dominik Schmidt. Thank you.
Das war die südböhmische Polka. So, wer sind wir jetzt eigentlich? Ich habe ein bisschen Nachsteuerung. Da vorne hat es eigentlich klappt vorher. Bleiben wir halt der Hanne. Wer sind wir eigentlich? Wir sind die Polika und wir sind so ein bisschen so ja, Kapelle aus verschiedenen Kapellen zusammen. Wie kam es da eigentlich dazu? Das möchte ich Ihnen kurz ein bisschen erklären. Im letzten Frühjahr sind wir zusammengestellt worden. Da ging es der Musikverein ein bisschen schlecht durch Corona, das Vereinswesen generell. Aber für Musikkapelle ist es halt maximal schlecht, wenn du gar nicht proben kannst. Dann laufen dir deine Mitglieder davon. Und uns wurde das Angebot gemacht, ihr könntet auf die Situation der Blasmusik ein bisschen aufmerksam machen. Das wurde an mich herangetragen. Ich bin dann direkt zum Dominik Schmidt, unserem Dirigentin. Und mir so ein bisschen gehirnt, was könnte man da machen. Und eigentlich war das relativ schnell zusammentragen, was wir da vorhin. Der Dominik hat ja einen riesigen Pool an Musiker. Ja, und dann hat man sich da ein bisschen durchtelefoniert. Und ich sage mal so, wir haben eigentlich kaum Absage gehabt. Wenn, dann war es terminliche Absage. Ja, und man sieht es, wir sind heute auch eine große Mannschaft. Wir haben ein bisschen kleiner angefangen. Mittlerweile sind es immer mehr geworden, weil jeder einfach Lust auf diese Kapelle hatte. Und der Hauptgrund war dann im letzten Jahr, da haben wir eine Veranstaltung von Klaus Mack, unserem Bundestagsabgeordneten, umrahmt. Das gibt es auch immer noch in YouTube nachzusehen.
Ja, und daran haben sich mehrere kleinere Auftritte angeschlossen. In Bad Wildbad, in Calw haben sie dieses Jahr gespielt, auch eine Berlinfahrt auf Einladung von Klaus Mack, wo die Kapelle sogar vom Reichstagsgebäude in Berlin gespielt hat. Ja, und irgendwie hat es uns so ein bisschen Spaß gemacht und wir wollten weitermachen, auch mal was ohne Politik. Und deshalb sind wir heute hier. Ute und der Herbert, die waren auch direkt gleich begeistert von der Idee von so einem Wirtshausabend mit Musik. Und deshalb spielen wir hier heute auf. Genau, ich möchte Ihnen ein bisschen die Musiker vorstellen. Beginnen wir hier ganz vorne, damit Sie auch nachher nicht heimgehen und sagen, ja, wer war jetzt das eigentlich, wo der gespielt hat? Blasmusik mit Blechinstrumenten ist schön, ja, das geht. Aber ja, es braucht doch so ein bisschen Verzierungen dabei. Und das übernehmen heute unsere beiden Klarinetten, unsere zwei Flinkenfinger. Das sind heute Abend die Andrea Hofmeier, erste Vorsitzende vom Musikverein Lyra Isenshausen. Und der Frank Heid, unser Fetzi vom Musikverein Besenfeld. Herr Dirigent, ich bräuchte Sie kurz am Pult, denn wir möchten kurz das Programm unterbrechen. Wir haben nämlich zwei Geburtstagskinder heute unter uns. Und das ist zum einen der Markus hier aus der Linde, das ist der Schwiegersohn, ich weiß nicht, ob er gerade beschäftigt ist. Und zum anderen der Fritz Theurer, der heute 83 wird. Alles Gute von uns, viel Gesundheit und das ist jetzt nur für euch. Genauso festlich geht's jetzt weiter. Peter Schad, Komponist und Orchesterleiter der oberschwäbischen Dorfmusikanten, begeistert sein Publikum seit über 30 Jahren mit immer neuen und erfrischenden Eigenkompositionen. Vor allem die Kuschelpolka und die Jubiläumsklänge sind heute jedem Blasmusiker ein Begriff. Die Marschpolka Jubiläumsklänge entstand 1993 anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der oberschwäbischen Dorfmusikanten. Und seither ist eines der erfolgreichsten Stücke von Peter Schad und wir haben es heute für Sie mit dabei. Danach in unserem Dreierblock haben wir ein moderneres Stück, ein junger Egerländer, eine Polka von Daniel Fischinger. Und bei dieser lockeren Polka wird einem nicht langweilig, denn sie wechselt immer wieder die Motive. Ja, und das letzte Stück in diesem Teil, das ist ein Walzer zum Mitschunkeln und da hören Sie auch zum ersten Mal heute Abend Gesang. Rauschende Birken, das war der erste Hit von Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten. Das Orchester erhielt dafür die goldene Schallplatte und damit war Ernst Mosch der erste Kapellmeister, dem dieses Edelmetall überreicht wurde. Viel Spaß also mit Jubiläumsklänge, ein junger Egerländer und rauschende Birken. Thank you.
Vorstellung unserer Musiker und gehen zum Hohen Blech, vor allem zu denen zwei, die ganz oben ausspielen müssen. Das sind nämlich die, wo es sogar in der Stellenbeschreibung steht, unsere zwei Obligat-Trompeten. Und das sind am heutigen Abend einmal der Klaus Erl vom Musikverein Egerhause. Wahrscheinlich kein Unbekannter heute Abend in der Runde. Und zum anderen Antonia Braun vom Musikverein Besefeld. Einfach spitze die beiden. Gehen wir weiter zu den Flügelhörnern, das hohe Melodieinstrument in der böhmisch-mährischen Blasmusik. Und auch da haben wir natürlich das Silberbesteck heute Abend mitgebracht. Das sind heute Abend Marius Kirn von der Trachtenkapelle Spielberg. Man hört, er hat Heimspiel heute und Kapelle ist auch mit dabei. Dann haben wir den Frank Huber, der spielt sowohl im Musikverein Enzklöscherle als auch im Musikverein Besefeld. Außerdem dabei Martina Hauser-Hartmann von der Stadtkapelle Heiterbach, auch am Gesang heute Abend mit mir. Der Karl Kappler vom Musikverein Besefeld ist auch mit dabei. Und zum Schluss Wolfgang Kern vom Musikverein Enzklöscherle. Steht gerade mal nur bitte alle auf. Ja, und was die Runde kann, das darfst du jetzt beim nächsten Stück zeigen, beim Castaldo-Marsch, geschrieben von Rudolf Novacek, arrangiert von Franz Watz.
Und der Komponist Novacek hat im Jahr 1885 das Infanterieregiment Nummer 28 in Prag übernommen. Und dieses stand unter dem Kommando von Oberst Ludwig Castaldo. Und ihm zu Ehren hat er diesen Marsch 1890 geschrieben und erzählt bis heute zu den populärsten Marschkompositionen für Blasorchester. Danach haben wir die Polka Sommernachtsfest, passt jetzt nicht mehr so ganz in die Zeit, aber wir erinnern uns nochmal an die schönen Stunden in diesem Sommer. Nehmen Sie nochmal einen kühlen Schluck und genießen Sie diese Melodie dieses gelungenen Erstlingswerks von Simon Lauble, Tenorhornist der Blaskapelle Egerländer Gold. Ja, und spätestens seit der Polka Böhmischer Traum weiß man, dass Norbert Gelle eine besondere Begabung hat, eine besondere Gabung, schöne Melodien zu komponieren. Und die Polka Sorgenbrecher ist eine sehr gefühlvolle Polka, die vor allem durch ihren unverwechselbaren Stil begeistert. Ja, nach diesem Block machen wir eine kurze Pause, Viertelstunde circa, dann geht es schon wieder weiter. Doch jetzt erstmal gute Unterhaltung mit dem Castaldo-Marsch, der Polka Sommernachtsfest und der Sorgenbrecher-Polka. Thank you.
Thank you.
vielleicht jetzt gerne. Ja, wir kommen zurück aus der Pause gleich mit einer Spitzenpolka von Matthias Gronert, der Polka ins Glück. Wir machen weiter mit unserer Musikervorstellung. Wir haben ja vorhin das hohe Blech schon gesehen, jetzt kommen wir natürlich logischerweise zum tiefen Blech, das gibt es ja auch noch. Und ich muss aber dazu sagen, es fällt mir schwer als Saxophonist das zu loben, aber so die wirklich schöne Harmonie kommt halt wirklich vom tiefen Blech. Ich gebe es jetzt ganz offen mal zu heute Abend. Und die, wo wir heute dabei haben, die machen es auch wirklich spitze, da ist selbst unser Diri manchmal ganz überrascht. Allesamt sind sie vom Musikverein Besenfeld und wir fangen an mit Jens Berger und Lukas Kübler, die heute Abend am Tenorhorn sind. Und heute Abend am Bariton zum einen, der ist mir nur zugeflüstert worden, er ist der begehrteste Junggeselle im Murgtal, der Marco Mose. Und ein musikalisches Schwergewicht haben wir auch dabei, der ehemalige Dirigent vom Musikverein Besenfeld, Claudius Bierig, auch am Bariton. Heute Abend mit dabei. Ja, und wenn Sie heute Abend Stellen hören, die so ein bisschen jazzig sind, die so ein bisschen groovig sind, dann liegt es an unserem Posaunenregister. Da haben wir heute mit dabei vom Musikverein Besenfeld der Markus Girbach. Dann haben wir Dennis Macht von der Drachenkapelle Spielberg. Und unsere Bassposaune vom Musikverein Egerhauser, an der Posaune fast so gut wie am Bierglas, Valentin Erl. Ja, weiter geht's mit Freude und Leid. Das liegt für unseren Dirigent teilweise sehr nah beieinander. Und auch diese schwungvolle Polka wurde von Matthias Gronert arrangiert, komponiert von Norbert Gelle. Achten Sie mal im Mittelteil auf das herrliche, melodiöse Trio. Komponiert wurde diese Polka übrigens für den Jubiläumstonträger 20 Jahre Anton Gelle und seine Scherzachtaler Blasmusik. Echte Freunde hieß diese CD damals und ich finde, es ist sehr passend für diese Kapelle. Ja, und danach haben wir noch eine Polka, magische Momente, auch aus der Feder von Alexander Pfluger. Unsere zwei nächsten Stücke für diesen Block. Gute Unterhaltung mit Freude und Leid und magische Momente.
schließen wir die Vorstellungsrunde am heutigen Abend ab und wir kommen zum Maschinenraum dieser Kapelle und der wird von zwei Herren betrieben in der zweiten Reihe. Zum einen bin ich immer wieder überrascht, wie ein einziger Musiker die ganze Kapelle vor sich herträgt. Heute Abend am Bass Joachim Kaup vom Musikverein Egenhausen. Ja, und unser Motor der Kapelle, der hat heute ihr Heimspiel und ich glaube kein Unbekannter und ich glaube man kann sagen, er ist die gute Seele von der Trachtenkapelle Spielberg, Bernd Kahlbach am Schlagzeug. Funktion geht es natürlich nicht in der Kapelle. Das Problem ist, sie wissen es halt, dass es ohne sie nicht geht. Aber er ist wirklich unverzichtbar für diese Kapelle. Er hat die Polika gegründet, er ist das Bindeglied, er hat die Musiker zusammengetrommelt. Für ihn fängt die Arbeit schon vor der Probe an und hört nicht mit dem Auftritt auf. Und nebenbei hat er auch noch zwei andere Kapelle, die er auch noch so ab und zu mal dirigieren muss und das ein oder andere Auftrittlemacher. Danke für deinen Einsatz, Tommy. Ich glaube, wir sind dir alle sehr dankbar für dieses Ensemble. Unser Mann am Stock, Diri-Dommi, Dominik Schmidt. Kennen Sie die Kapelle, dann können wir eigentlich abschließen heute Abend oder haben Sie noch Lust, sollen wir noch ein bisschen weitermachen, wie ist das Stimmungsbild? Also. Dann gehen wir nochmal in eine Runde. Wir starten mit dem Marsch Rütz aus dem Jahr 1946, komponiert von Erwin Trojan und Hans Kliment. Danach folgt eine Polka, die sehr flott unterwegs ist und die Sie vom Titel her wahrscheinlich nicht kennen dürften. Sie gehört aber zu den ganz alten Stücken von Ernst Mosch, nämlich aus dem Jahr 1956. Liebling, ich hab dich tanzen sehen. Getanzt wird nicht, aber dafür wieder gesungen. Und den Abschluss in dieser Runde bildet auch ein Klassiker, die Slavonitschka-Polka. Ich glaube, da brauche ich nicht arg viel dazu sagen. Viel Spaß in der vorletzten Runde, viel Vergnügen mit der Polika unter der Leitung von Dominik Schmidt. Thank you.
Ja, liebe Gäste, wir nähern uns dem Ende unseres heutigen Auftritts. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend. Ja, noch sind wir ja da. Also, noch sind wir nicht gegangen. Genau, aber trotzdem das letzte offizielle Stück. Wir Musikanten von Kurt Gäble. Viel Vergnügen mit der Polika unter der Leitung von Dominik Schmidt. Selber vergessen zu erwähnen. Und es geht sich einfach. Also das, was er schon auf die Beine gestellt hat, alle achten. Es ist der Julian Däuble aus Bingen,
spielt bei der Stadtkapelle Heiderbach und in Bäserfeld bei Musikfrei. Stück, da muss ich nicht viel dazu sagen, das wird man am dritten Ton erkennen, das kennt man auch als Laie. Und dann haben wir noch ein schönes Abschlussstück.
guten Abend, gute Nacht. Aber von wem es ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist jetzt aber auch voll egal. Es war ein schöner Abend. Kommt jetzt in Good Times. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Und hoffentlich einmal wieder. Schöner Abend. Und jetzt die zwei letzten Stücke. Polika unter der Leitung von Dominik Schmidt. Viel Spaß. Thank you.
Wir